Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Karl-Auer-Studio beim Kongress Reden reicht nicht. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und unser Gast ist Timo Nolle. Timo, ich begrüße dich ganz herzlich im Karl-Auer-Studio bei Reden reicht nicht. Ja, vielen Dank, schön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, toll. Das ist eine beste Voraussetzung. Genau. Wir freuen uns, dass wir dich hier haben. Timo, du bist hier natürlich auch Referent. Ja. Und wir haben verschiedene Themen, die ich dich gerne ein bisschen, über die ich dich befragen will. Ich fange mal an mit dem Buch, das gerne. Du bei uns publiziert hast. Blackout, Bauchweh und kein Bock. Genau. Wunderbare Titel, der auch sehr viel Ansprache gefunden hat. Es geht um Auftrittscoaching und Prokrastination, alles mögliche andere. Genau. Aber ich finde, im Titel kommt raus, was sind die Phänomene, wo die Leute dran merken, ich glaube, ich bräuchte ein bisschen Unterstützung. Ja. Wie merken die Leute das? Wie kommen die dazu? Und wie merkt man, dass man in der Situation ist? Naja, der Titel verrät das ja schon so ein bisschen. Ja. Ne? Also Blackout, Bauchweh und kein Bock, das sind so die Symptome, die im Prinzip auftreten und die reißen im Prinzip auch schon das ganze Spektrum auf. Ja? Also es gibt Situationen, da habe ich einen Blackout, Prüfungsangst. Prüfungsangst ist, glaube ich, ein Phänomen, das kennen die meisten Menschen. Ich glaube, es gibt keinen, der das noch nie gehabt hat oder zumindest nicht jemanden kennt, der das schon mal irgendwie massiv gehabt hat. Mhm. Das betrifft in der Schule ganz viele, Ausbildung, Studium natürlich. Ne? Also das ist so das Blackout-Thema, Bauchweh, dann vielleicht auch die Angst, irgendwas nicht zu schaffen, überfordert zu sein, Leistungsdruck. Leistungsdruck ist sowieso ein riesengroßes Thema, was wir haben, das Gefühl zu haben, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich muss das aber hinkriegen, dieses ich weiß aber nicht wie, ne? Das kann ein Bauchweh machen und kein Bock natürlich auch eine Reaktion dann darauf. Also zu merken, eigentlich, ich muss unbedingt mich ransetzen und das tun. Ich weiß es ganz genau, ja, kognitiv weiß ich, es wird ganz schlimm, wenn ich das nicht mache. Und trotzdem tut man es nicht. Und das geht wahnsinnig vielen Menschen so. Und woran merken die Menschen das? Natürlich körperlich, aber auch in den Rückmeldungen, dass irgendwie die Noten schlechter werden in der Schule, die Eltern sprechen einen darauf an, die Lehrer natürlich sowieso. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe, weshalb man merkt, ich habe da Stress mit, ich habe da Schwierigkeiten, Blackout, Bauchweh und keinen Bock, ich brauche Unterstützung. Du hast gerade das Thema angesprochen, kognitiv. Ne? Ja. Also man weiß, man sollte oder genau. so. Und manchmal ist vielleicht sogar das Problem. Ja. Du hast ein Programm, das ist das Kürzel drin, PAC, Prüfungs- und Auftrittscoaching. Ganz genau. Natürlich kann man das alles ausführlich nachlesen, aber vielleicht so zwei, drei Ideen, was ist der Dreh? Ja? Wenn das sozusagen nicht nur kognitiv geht, das heißt ja nicht, dass es überhaupt nicht kognitiv geht, aber was sind so zwei, drei Ideen, wo du sagen würdest, da ist der Dreh, der den Leuten verhilft, ihnen Zutrauen zu kommen, sag ich mal, oder was auch immer. Ja, vielleicht fangen wir andersrum an. Okay. Die Kognition spielen ja auch eine Rolle und die Frage ist aber, welche Kognition spielt eine Rolle? Mhm. Ja, also ganz viele Leute haben Prüfungsangst, wollen dann irgendwie sich für eine Prüfung vorbereiten, haben dann aber Ängste, kommen dann ins Prüfungscoaching zum Beispiel oder in eine Therapie und sagen, oh, hilf mir mit meiner Angst umzugehen, sag mir, wie ich mich beruhigen kann, Entspannungstechniken und sowas. Mhm. Und dann frage ich so ein bisschen nach, können die Leute das denn, was die eigentlich in der nächsten Woche in der Prüfung können müssen? Wie haben die denn gelernt dafür und wie weit sind sie? Und dann stelle ich halt fest, na, eigentlich können die das noch nicht gut. Die wissen auch selber, sie können das noch nicht gut. Also die wissen kognitiv, ich habe nicht genug gelernt. Und wollen dann halt Entspannung, ja, auf einer körperlichen Ebene vielleicht auch, also dass sie besser schlafen können, dass sie nicht so zittern. Und das kann man alles machen. Man kann dann wir sind ja auf dem Kongress, da geht es ganz viel um Körpertechniken, ja, Atemtechniken, Klopftechniken. Mhm. Ne? Und dann schlafen die gut und fallen dann halt entspannt und ausgeschlafen durch. Mhm. Ja? Also das bringt denen dann halt auch nichts. Mhm. Ne? Deswegen ist die Kognition an der Stelle schon etwas, was natürlich in akademischen Prüfungen eine Riesenrolle spielt. Mhm. Die Frage ist jetzt, wenn die stimmt, und das tut es halt nicht immer, also wenn die sozusagen genug gelernt haben, woran liegt es denn dann noch, dass die das nicht können? Das ist ja eine interessante Frage. Mhm. Ja? Also, dass jemand durch eine Prüfung fällt, weil er nicht genug gelernt hat, das ist bekannt. Mhm. Aber dass jemand durch eine Prüfung fällt, obwohl genug gelernt wurde, das ist dann ja interessant auch. Mhm. Ne? So, und dann kommen zum Beispiel körperliche Faktoren mit rein. Mhm. Wir sind ja hier auf dem Kongress, hier geht es ganz viel um Trauma. Und Traumatisierung kann auch in Prüfungssituationen passieren. Ich kann mich auch in einer Prüfung total fremdbestimmt fühlen, hilflos und nicht in Beziehung, weil ich das Gefühl habe,
keiner darf merken, dass es mir schlecht geht. Und das sind so Dinge, die eine Situation traumatisch wirken lassen können. Das hat dann nichts mit Kriegstrauma oder Unfall zu tun, Gewalterfahrung. Aber von der Wirkweise her kann das bedeuten, dass mein Körper immer dann, wenn ich mich in einer Prüfungssituation erlebe, wieder massiv in Gefahr fühlt. Mit einer sofortigen kognitiven Selbstabschaltung. Ja, weil wir ja, wenn wir in so ein Trauma-Flashback reinkommen, auch einfach körperlich, emotional von unserem Nervensystem nicht mehr auf der Höhe sind. Mhm. Und dann kommen in der Behandlung von Prüfungsängsten Methoden zum Einsatz, die auch im Traumabereich eine Rolle spielen. Also Klopftechniken, Atemtechniken, auch EMDR-Verfahren spielen zur Behandlung von Prüfungsängsten eine Rolle, wenn es quasi gar nicht um die Prüfung geht, die jetzt nächste Woche ansteht, sondern eigentlich die Vergangenen, die mich halt irgendwie umgehauen haben. Und das sind natürlich Körperverfahren, die dann eine ganz starke Rolle spielen. Ich habe so, wenn ich kurz fragen darf, ich habe so ein bisschen rausgehört, es gibt so zwei Situationen. Die eine Situation ist, dass tatsächlich erstmal gecheckt wird, ist ausreichend gelernt worden. Und da, wie du schön gesagt hast, fällt man gut ausgeschlafen durch. Genau. Wenn man das weiß, sozusagen, dann ist ja was anderes gefragt, nämlich vielleicht unter Umständen an der eigenen Art und Weise, wie man lernt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das andere ist, wenn jemand fit ist und dann andere Trigger da sind, die das... Ich würde gerne mal mit dem ersten anfangen. Ja. Das gehört ja, glaube ich, auch zum Programm ein bisschen, zu sagen, okay, wie kann ich denn... was passiert da, wenn man sich sozusagen selbst am Lernen hindert? Ich sage es einfach mal salopp. Naja, selbst am Lernen hindern ist vielleicht gar nicht unbedingt das Thema, sondern die Leute lernen mit einer guten Absicht falsch. Okay. Ja? Also das heißt, es gibt schon viele, die wahnsinnig viel Zeit ins Lernen investieren, aber im Prinzip auf dem falschen Weg sind. Das ist, also im Sport, ich komme ja auch stark aus dem Leistungssport, im Sport würde man Trainingslehre dazu sagen. Wie trainiere ich eine Sportart? Wie bereite ich mich auf einen Wettkampf vor? Was gibt es da eigentlich zu lernen? Und für viele Schüler und Studierenden heißt es einfach, naja, setz dich hin, guckst dir an und gehst halt nochmal durch. So. Das ist so, als wenn ich beim Fußball die ganze Zeit nur aufs Tor schießen würde, weil das gibt halt Punkte. Ja? So. Aber dass das halt viel mehr ist, das wissen halt viele nicht. Und von daher geht es häufig erstmal darum, zu gucken, ja, was heißt eigentlich lernen? Was heißt eigentlich kompetent sein, Zusammenhänge verstehen? Um dann herzuleiten, wie lernen jetzt die Leute individuell am besten? Welche Methoden gibt es da eigentlich? Und dann bin ich als Therapeut eigentlich nicht mehr Therapeut, sondern ein Lehrer, der eine Lerntechnik erklärt. Ja? Und das ist genauso, wenn ich in einen Sportverein gehe und will irgendeine Sportart lernen, Tennis lernen, dann habe ich ja auch einen Trainer, der mir erklärt, wie das geht. Und nicht einer, der mich fragt, naja, wie wäre denn es für dich am schönsten, den Aufschlag zu machen? So, ne? Sondern dann will ich ja, wenn ich keine Ahnung habe, jemanden haben, der mir sagt, so hält man den Schläger fest und so wirft man den Ball und so geht der Aufschlag. So. Und das muss man dann halt in einer Therapie zum Thema Prüfungsangst manchmal auch machen. Erklären von Techniken und Strategien. Sonderfall vielleicht. Angenommen, es hat jemand wirklich nicht genug gelernt und kommt quasi zu spät zu dir oder zu von dir ausgebildeten Leuten. Zur Ausbildung kommen wir später noch. Ja. What is to do? Da muss man eigentlich doch sagen, wäre jetzt meine erste Hypothese. Zaubern kann ich auch nicht. Ja, genau. Ne? Also das ist halt genau der Punkt. Manchmal haben die Leute mehr drauf, als sie merken. Das ist auch etwas. Okay, ja? Also es gibt ein bewusstes Können und ein unbewusstes Können. Und was zum Beispiel häufig schief läuft beim Lernen, ist, dass die Leute sehr genau wissen, was sie nicht können, was sie noch nicht gelernt haben. Und wenig Kompetenzbewusstsein, also wenig Bewusstsein für ihr Verständnis. Und das kann man natürlich auch erstmal wachkitzeln. Dann wird es dadurch nicht unbedingt mehr, aber es wird besser abrufbar. Und manchmal ist Prüfungscoaching auch die Abwägung, gehe ich hin und schreibe die Prüfung und lass drauf ankommen oder lieber nicht. Ja? Und natürlich ist das auch mein Job an der Stelle, ehrlich zu sein, wenn ich es so einschätze. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit den meisten Themen ja nicht aus. Ne? Also wenn jemand zu mir kommt und keine Ahnung, hat eine VWL-Prüfung oder Thermodynamik oder so. Ich bin da kein Fachmann für, ich kann das nicht einschätzen. Aber gerade weil ich es nicht einschätzen kann, sind die Leute ehrlicher zu sich selbst, weil sie mich verarschen könnten. Und dann wissen sie, okay, also ich kann ihm jetzt erzählen, ich weiß das alles. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich genau, ich weiß nicht genug. So, ne? Und das klappt sogar noch besser dann. Und ja. Also ganz offensichtlich hat es ja Erfolg und du bist selten allein. Also es kommen immer wieder Leute zu dir. Ja. Und wenn du mal so reinhorchst, was so die Leute an Besonderheiten mitgekriegt haben, wo sie sagen, okay, das ist
das war anders, als wenn ich mit anderen gearbeitet habe oder allein war. So 2, 3, 4 Ideen sozusagen, was hörst du da, wo die Leute sagen, hey, Herr Nuller, das war ein Kick, das war ein Kick, das war ein Kick. Du meinst so jetzt die Erfahrungen aus den Coaching-Situationen? Ja, genau. Was hörst du da so? Also, das ist ganz unterschiedlich. Häufig ist es die Erfahrung, dass sie durch das Coaching merken, dass sie mehr können, als sie geglaubt haben. Okay, und dass wir Erfolgserfahrungen aus anderen Lebenskontexten auf die Prüfungsvorstellung übertragen. Wie sieht das aus? Also aus anderen Lebenskontexten, wo Erfolg war oder wo Kompetenzerfahrung war, übertragen? Ist das so? Das ist eine Standardtechnik. Also das ist eine Methode, dazu habe ich auch einen Workshop hier. Da geht es im Prinzip darum, also die Sache ist ja die, ich denke an die Prüfung und fühle mich scheiße. So, ich denke an die Prüfung, ich fühle mich scheiße. Durch das Scheiße-Fühlen bin ich in einem emotionalen und körperlichen Zustand, der mir nicht erlaubt, auf meine Ressourcen zuzugreifen. So, und das ist etwas, was die Leute total kennen. Das Problem ist, das haben die schon beim Lernen am Schreibtisch. Das heißt, die setzen sich an den Schreibtisch, lernen für die Prüfung, denken an die Prüfung, fühlen sich scheiße. Der Kopf schaltet ab, weil sie in Stress geraten. Sie sind im Prinzip lernbehindert durch die Vorstellung an die Prüfung. Das ist das Hauptproblem. Prüfungsangst ist bei der Vorbereitung ein Problem und nicht in der Prüfung, weil ich durch die Angst vor der Prüfung bereits gar nicht gut lernen kann. So, das ist der erste Punkt. Das ist schon ein riesen Aha-Erlebnis für ganz viele Menschen. Also Prüfungsangst macht im Prinzip lernbehindert, kann man sagen. Und starkes Bonmot. Ja, so. Und das, was man dann machen kann, ist, man kann gucken, in welchen anderen Bereichen des Lebens fühlen sie sich eigentlich total zufrieden mit sich selbst, stark, haben Zugriff auf ihre Ressourcen, pudelwohl, wie man so schön sagt. Und da gibt es immer irgendwas. Es gibt immer irgendwelche Situationen, die haben mit Prüfungen meistens auch gar nicht viel zu tun, vielleicht mit anderen Leistungssituationen, wo sie sich wohl, sicher, stark, kompetent und sowas fühlen. Diesen Zustand, den kann man multisensorisch wachrufen, dass der total kräftig erlebt wird, ankern und dann auf die Prüfungsvorstellung übertragen. Das heißt, was passiert, wenn ich mich in der Prüfung so fühle wie? Also wenn ich quasi diesen inneren Anteil von mir, den ich eigentlich, keine Ahnung, beim Spazierengehen mit meinem Hund habe, wenn ich diesen inneren Anteil in die Prüfung schicke und dann genauso souverän reagiere, wenn mein Hund gerade den anderen kleinen Chihuahua da irgendwie am Wickel hat, wenn ich dann genauso souverän reagiere in der Prüfung, wie wenn mein Hund und ich spazieren gehen und halt da irgendwas Blödes passiert. Und das kann man mental üben, multisensorisch verankert. Und da sagen ganz viele Leute, also diese Erfahrung, die hat es mir total gebracht. Als ich in der Prüfung saß, habe ich mich scheiße gefühlt, habe die Aufgabe nicht richtig gemacht und da ist mir das wieder eingefallen und zack, war ich in einem anderen Zustand und dann konnte ich auf einmal mit der Aufgabe wieder umgehen. Und dann berichten die Leute hinterher auch, und das hat mir in ganz vielen anderen Situationen auch was gebracht. Und das ist mir immer wichtig. Prüfungscoaching ist der Anlass, über Ängste zu reden. Okay. Ist der Türöffner. Und unter diesem Label Prüfungscoaching reden wir über grundsätzliche Ängste, Selbstwert, Familie, Erwartungen, Sinn des Lebens, wofür mache ich das eigentlich? Es findet meistens in einer persönlichen Entwicklungsphase statt. Also vom Jugendlichen zum Erwachsenen oder in der Phase, wo ich halt studiere. Die Frage ist, wofür studiere ich eigentlich? Und das ist das Schöne daran. Sehr beeindruckend. Du hast in dem, was du jetzt erzählt hast, natürlich auch versteckt sozusagen alle möglichen Techniken drin gehabt. Also du hast von Teilen gesprochen, von Persönlichkeitsanteilen und so. Da steckt Teilearbeit drin, alles Mögliche. Das kann man wahrscheinlich gar nicht so genau vertiefen. Trotzdem, von dort ausgehend die Frage, wie lernt man das? Also es gibt ja auch Kurse, du machst Ausbildungen, Weiterbildungen. Ja. Wenn man jetzt sagen will, ich bräuchte das für mein professionelles Portfolio noch. Ja. Was muss man investieren? Für Geld brauchen wir nicht zu reden, aber Zeit sozusagen. Und was steckt da so auch drin? Ja, also das eine ist natürlich, es gibt das Buch, das ich ja bei euch geschrieben habe und oder für den Karl-Auer-Verlag geschrieben habe. Das gibt
glaube ich, den ehrlichsten Überblick, den man irgendwie kriegen kann. Also ja. Ich habe beim Schreiben immer gedacht, oh Gott, Timo, du verrätst alles. Ja? Braucht man gar nicht mehr. So. Kann man einfach Buch lesen, reicht. Also das ist, glaube ich, der ehrlichste Einblick. So, dann hat man irgendwie einen ganz klaren Überblick. Lesen so. Reicht nicht. Ist genau. Wichtig, lesen reicht nicht, hilft aber schon mal viel. Genau, also das auf jeden Fall. So, und dann gibt es eine Fortbildung dazu. Das sind 3 Wochenenden. Also 3x3 Tage. Mhm. Da wird sozusagen das ganze Programm durchgearbeitet. Am Anfang geht es so um Lerntechnik und Prüfungsangst, das ist so dieses Power-On-Thema, ziemlich technisch auch. Dann geht es um Blockaden, Prokrastination, Motivation und diese Aspekte. Und das 3. Modul, da geht es um Auftrittsängste und Leistungsdruck. Mhm. Und die werden sehr schematisch, also an dieser Stelle bin ich sehr strukturiert auch behandelt. Es wird die systemischen Zusammenhänge werden erklärt und für jedes Thema gibt es einen ganzen Werkzeugkoffer voll mit Methoden. Mhm. Und in der Fortbildung kann man das sehr strukturiert lernen, alles an eigenen Themen natürlich auch ausprobieren. Und dann kann man damit gut arbeiten. Finde ich schon mal eine ganz wichtige Information, wie viel Zeit da investiert wird. Das ist ganz unterschiedliche Auffassung. Ich finde das sehr kommod und konzentriert. Ja. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen gesprochen bei einem Glas Rotwein. Ja. Ja. Und da haben wir das Thema auch gehabt, Präsenz und Online. Ja, genau. Großes Thema. Ja, das ist ein Riesenthema. Du machst ja sehr interessante Erfahrungen, auch mit Hybrid-Geschichten. Du hast gute Erfahrungen damit. Die Ressourcen, die jeweils das Medium oder die Art und Weise, wie man es durchführt, gut miteinander zu verknüpfen. Ja, genau. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Was ist ganz besonders bei deiner Hybrid? Also erstmal wichtig, ich mache alles in Hybrid. Ja. Das heißt, es sitzen Leute präsent im Raum und andere nehmen halt digital teil. Mhm. Alle Methoden funktionieren auch online, sodass man also auch komplett online teilnehmen kann, alle Methoden ganz genauso machen kann. Mhm. Zum Teil arbeiten wir tatsächlich auch in den Übungen hybrid. Das heißt, Präsenzteilnehmer bilden mit Online-Teilnehmern eine Gruppe und arbeiten mit denen. Oh, okay. Ja, das geht auch, aber natürlich auch in diesen kleinen Gruppenräumen, Zoom zum Beispiel, das ist die Plattform, die ich nutze, können die Leute natürlich auch alles üben. Ich habe ganz viele Leute, die habe ich noch nie in Präsenz gesehen, wo ich aber das Gefühl habe, ich kenne die total gut. Und wir haben eine ganz enge Beziehung, nur über die Fortbildungsteilnahme. Mhm. Also ich erlebe da, dass viel Beziehung über online entstehen kann. Mhm. Und es muss kein Nachteil sein. Und der Vorteil ist natürlich auf der Hand liegend. Ich habe Leute, die nehmen aus dem Urlaub teil. Ja? Die sind krank geworden. Oder die Schulkoordinatorin der Auslandsschulen in der Türkei war jetzt dabei. Mhm. Ja, also das sind natürlich einfach Entfernungen. Für die bietet es sich nicht an, mal gerade nach Kassel zu kommen. Mhm. Also. Auch ein bisschen eine Frage des Mutes wahrscheinlich zu sagen. Und irgendeine Kompetenz muss da doch drin sein, dass man das gut moderiert, wenn diese unterschiedlichen Teilnahmesettings da sind, oder? Also das ist natürlich technisch für mich als Referenten eine viel aufwendigere Geschichte, weil ich sowohl für die Leute auf dem Fernseher, also halt auf dem Computer präsent sein muss, als auch für die Leute in dem Raum. Mhm. Die Leute, die online teilnehmen, sind doppelt da. Also die habe ich einerseits hinter mir auf einem riesengroßen Display, so ein 2,50 Meter Monster und vor mir nochmal auf dem Teil. Ist natürlich auch technisch mit verschiedenen Mikrofonen sehr aufwendig. Aber zu mir wird immer zurückgemeldet, dass sie sich gut wahrgenommen gefühlt haben und ich mit meiner Präsenz irgendwie sowohl hybrid, also sowohl online als auch real gut da war. Mhm. Und von daher bin ich damit zufrieden. Wie es geht, kann man ja auch lernen, wenn man bei der teilnimmt. Dann kann man sehen, direkte Erfahrung. Wie ich da am Rotieren bin, aber irgendwie klappt es immer gut. Ja, genau. Okay. Am Samstag sind deine Workshops hier bei Reden reicht nicht. Ja. Ich will dir noch die klassische Abschlussfrage stellen, wenn ich darf. Also wir haben ja schon mal ein Interview bei Sounds of Science gemacht. Ja. Also wir haben uns verabredet und jetzt denkst du, ach, das wird vielleicht gefragt oder so, da würde mich interessieren. Das kam es aber nicht. Ja. Hast du noch irgendein Gefühl, wo du sagst, okay, dann stelle ich mir die Frage halt selber oder gebe noch ein Statement? Da fällt mir gerade auf Anhieb gar nicht so viel ein, Matthias. Mhm. Irgendwie ist da schon viel gekommen gerade. Mhm. Und von daher, ich freue mich total auf die Workshops. Vielleicht eine Sache noch, ne, wenn man so kurz drüber nachdenkt, ne, dann kommt auch noch was. Was halt toll ist jetzt und tatsächlich Premiere auf diesem Kongress ist, wir machen Pack für Kinder im Prinzip. Also ich mache morgen einen Workshop. Okay. Speziell mit der Gabi Kopf zusammen, die ist Lerntherapeutin, die hat bei mir Pack gelernt. Und das ist neu. Ich komme
typischerweise so aus dem Bereich Studierende und Auszubildende, Abitur, ja, so das ist so das Jüngste mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Die Gabi macht ganz viel mit Kindern, da geht es dann auch um Legasthenie, um Dyskalkulie, diese ganzen Sachen. Und natürlich ganz stark um die aufgeregten Eltern, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei den Kindern. Und das ist eine Premiere, da freue ich mich ganz besonders drauf. Beantworte die Frage, die ich noch gehabt hätte, worum geht es in der Zukunft? Du hast es gesagt, da ist viel Musik drin. Da ist viel Musik drin, auf jeden Fall, ja. Okay. Genau. Danke dir für deine Zeit. Ich finde toll, dass du hier bist auf Reden reicht nicht, ja, und dass du auch bei uns im Karl-Auer-Studio warst und wir uns noch ein paar Tage genießen können. Wunderbar, vielen Dank. Gute Workshops. Ja, danke schön. Schön, dass ihr dabei bleibt wieder beim Gespräch. Hier seht ihr die Playlist unserer Gespräche beim 4. Kongress Reden reicht nicht. Hier sind interessante Videos von unserem YouTube-Kanal und hier kann man all das abonnieren.